Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. So, jetzt haben wir den erstmal wieder hier befreit. Jetzt kann ich hier natürlich wieder loslegen, unser Helfer, bis er wieder blockiert wird, ne? Ist ja klar. Er muss ja immer wieder blockiert werden, ne? Dass wir wieder ein bisschen mehr machen. Da ich jetzt leider natürlich nicht sehe, ob da hinten noch irgendwo vielleicht schon ein Ballen gewickelt ist. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, die Ballen so zu sammeln, ne? Dann fahren wir ja eh doppelt und dreifach hier rüber. Okay, hier sind jetzt gerade keine Ballen. Dann machen wir es zumindest mal wieder schön. Wir fahren jetzt da erstmal raus. Und ich glaube, dann werden wir doch in den Fendt einsteigen und mal hier gucken, dass wir hier auf den grünen Zweig kommen mit den Ballen. Das nervt mich jetzt schon. Egal. So, genau, zack. Das heißt, wir wollen jetzt. Hallo, ich hätte gerne einsteigen. So, jetzt muss ich hier irgendwie natürlich wieder ein bisschen Struktur reinkriegen. Ja, das wird was. Ja, bitte, der hat einfach keinen Bock. Geht doch. Aufgeladen. So, dann nehmen wir den natürlich auch noch mit. So. Ja, jetzt müssen wir halt wieder ein bisschen Ballen wickeln. Aber da sind wir uns auch sicher, dass hier eben keiner auf die Idee kommt, ins Wasser zu fahren. Das sind echt enorm viele Ballen, wo jetzt hier rumfahren. Bin echt mal gespannt, ob wir das so eigentlich alles hinkriegen, wie ich mir das jetzt vorstelle, denke, hoffe. Ich hätte das nicht über Curseplay machen dürfen. Ich hätte das echt nicht über Curseplay machen dürfen. Aber gut. Da sind wir mal wieder ein bisschen schlauer. Bis zum nächsten Mal, wenn ich auf die Idee komme. Hey, ich kann das ja mit Curseplay machen lassen. Probieren wir es mal. Nein, schlechte Idee. Das war eine richtig schlechte Idee. Jetzt habe ich eben die Arbeit, dass ich gucken muss, wie ich da hinkomme, ne? Dass ich die Ballen da wegkriege.
Wir holen mal ein bisschen aus. Das sind schon enorm viele Ballen. Aber das kriegen wir hin. Ich bin auch im Überlegen, ob ich jetzt hier vorne so die Ecke hier fertig mache. Und dann einfach weiter oben nochmal Curseplay die Chance dazu gebe, da aktiv zu werden. Und wenn ich halt wieder was sehe, dass man halt dann das korrigieren. So ist es eigentlich jetzt gerade mein grober Plan. Der Steinesammler ist voll. Oder kurz vor voll, er muss entladen werden. Steine sind voll. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das jetzt passiert. Vor allen Dingen nur von einem Feld. Aber gut. Können wir eh nicht ändern. So. Ja, da hinten im Eck war ja noch einer, genau. Den darf ich jetzt natürlich nicht vergessen. Muss aufgefüllt werden, ist bestimmt der Kalker. So, und ich gehe jetzt als erstes hin zum Kalker. Zack. Genau. Gut, wenn man es mal so guckt, also viel hat der ja eigentlich noch nicht gekalkt, ne? Also da werden wir echt eine enorme Menge an Kalk brauchen. Und ich werde mir jetzt einfach mal diese 40.500 Euro abziehen vom Konto. So, jetzt kann der auf jeden Fall erstmal weiterarbeiten. So. Können wir eigentlich gerade ans Kalkwerk abladen schicken. Ah, der hat. Also da kommen echt eine Menge Steine zusammen, ne? Oh, wie wird denn das sein, wenn wir Feld 45 machen? Eieieiei. Ich darf gar nicht dran denken. Ich darf da gar nicht dran denken. Naja. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ganz locker leicht natürlich. Ohne Stress. Oder irgendwas. So. Ja, das neigt sich, die Ecke hier neigt sich ja jetzt dem Ende zu. Dann können wir endlich die Ballen einfahren, beginnen und den hier oben dann werken lassen. So, genau. Genau. Einer nach dem anderen wird es hier gerade eingewickelt, dass er gären kann. Ich muss daran denken, da unten an der Ecke ist auch noch am Ballen.
Ja, die Krähen erstmal hier wegscheuchen. Obwohl die eigentlich nichts dafür können. Also mal auch mal ehrlich. 73 ist abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Das heißt, die zwei Aufträge haben wir jetzt auch demnächst erledigt. Jetzt muss ich einmal halt leer nach hinten fahren. Aber gut, das macht man halt. Also hier sind wir jetzt gleich auf dem Stand, dass wir normal loslegen können. Ich sehe es gerade nicht. Ah, okay, jetzt habe ich es. Sehr schön. Muss entladen werden, das könnte doch der Drescher sein. Das sieht auch sehr, sehr gut nach dem Drescher aus. So, aber ich will jetzt trotzdem einmal ganz kurz den Ballen da hinten noch mitnehmen. Ganz hinten im Eck und dann fahren wir ein Stück nach oben und dort darf er dann wieder seines Amtes walten. Ja, es ist schon sehr, eigentlich sehr viel zu fahren. Wir haben zumindest auch die Möglichkeit, dass wir hier vorankommen und die nutzen wir auch sehr gut sogar. Einfach rückwärts versuchen, da sauber hinzuschieben. Hat geklappt. Boah, legen wir einfach hier neben dran ab. Hier sieht es ja gut aus, ne? Hier so weit wie das Auge gerade aktuell reicht. Ah, ne, da hinten ist noch einer. Hier ist noch einer. Zack. Dann haben wir doch noch einen Grasballen erspähen können. Und da sehen wir es auch schon da hinten, die ersten Nicht-Silageballen. Oder gewickelten Ballen, besser gesagt. Und die werden jetzt gerade immer mehr. Weil hier oben eben noch die Ecke ist mit ungewickelten. So, und der legt hier schon wieder fleißig los. So. Und den können wir ja soweit wieder startklar machen. So, ich muss ihn trotzdem gleich nochmal gucken. Ich mein, Getreidehandel war es. Wo wir den dann hinschicken dürfen. So, klappen wir den erstmal zu. So, oh, nicht rückwärts fahren, ich will ja vorwärts fahren. Da kommt jetzt gleich wieder irgendwo ein Ding hergesegelt. Ein Anhänger.
Getreidehandel. Tun wir erstmal hier speichern. Ist ganz, ganz wichtig, dass das Speichern. So. Und 51 ist Getreidehandel. Arrivederci. So, der lädt dann ab. Auf jeden Fall wieder ein paar Steine fürs Kalkwerk. Aber das passt ja schon so. 73 tun wir uns gerade mal claimen, so zwischendurch. Weil wir es können, auch nur 13.000. Ah, 13.000 haben oder nicht haben. Für 13.000 können wir sehr, sehr viele Helfer aktiv haben. Oder ein Helfer eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich habe immer permanent Helfer aktiv, ne? Also müssen wir halt schon mal gucken, dass wir auch wieder ein bisschen Geld eingespielt bekommen. Nein, 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 nein. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. So, eben nicht ins Wasser. Das ist nicht gut. Voll auf der Bremse gestanden, ey, und der schiebt einfach ins Wasser. Ja, okay. Er darf auch, er hat auch ein ordentliches Gewicht. So. Der ist jetzt auch angekommen wieder am Feld. 19. So. Bringen wir schon mal die erste Ladung Ballen an Hof, würde ich sagen. Ja, hier müssen wir dann eh wieder ein Ding hinschicken. Ein Kalker, Kalken, Düngen. Eieieiei. So viel zu tun. So, hier sind wir auch einigermaßen gut rumgekommen. Komm, zieh an. Sehr schön. So, jetzt cruisen wir ganz entspannt Richtung Hof. Ja, hier kann man schön sehen, wie sich die Texturen so langsam aufbauen. Bremsen, bremsen, bremsen. Hier den Drescher so blöd hingestellt. Da steht auch schon der nächste, ja. So. Also die erste Lieferung kommt. So, das heißt, die können wir jetzt schon hinschieben. Ganz langsam, vorsichtig. Perfekto mille grazie. So.
Dann können wir natürlich. BGA Nord. North Einfahrt. Und den auch schon mal Richtung Werkstatt stellen. Genau, Richtung Werkstatt, nicht in die Werkstatt. Passt. So, aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.